Morgen und willkommen zu Tag 4. Ja, ich mache heute mal den Einspann, weil ich das ja gestern gesagt hatte. Und ja, also wir waren gestern noch Alex vom Bahnhof abholen und sind dann wieder hierher gefahren und haben hier geschlafen. Ja, heute steht Turnier auf dem Plan von Momo. Ja, also wir werden, oder sie wird dann noch einflechten und um 11.30 Uhr beginnt die Prüfung. Sie ist 10. Und ja. Die Crow noch mit einem halben Frühstück in der Hand. Smoothie und Kakao. Und schaut mal bitte, wie gut der Boden geworden ist. Hier wurde so viel gemacht nach den ganzen Dauerregen in den letzten Tagen. Es geht so gut zu reiten. Das war gestern schon im Warm-up richtig super. Und auch hier die Wege wurden so viel gemacht. Das ist echt Wahnsinn. Man sieht nichts mehr von dem ganzen Unwetter. Und das meine ich. Hier wird jeden Tag mehrmals gefahren, um hier alles bestmöglich vorzubereiten. Ja, die Bodenverhältnisse waren ja wirklich richtig schwierig, aber pünktlich zum Turnier ist hier alles wieder topfit. Und das ist echt super für die Voraussetzung nachher. Noch irgendwo was? Er ist ein bisschen angepufft. Nicht von mir. Thank you.
sowas von zufrieden mit der Runde. Es war jetzt im 12 Sterne und nach dem letzten Turnier in Dorf Chemnitz habe ich ja eigentlich echt mit allem gerechnet, außer mit so einer Runde. Es war so toll, wie er gegangen ist. Richtig gut mitgemacht. Wir hätten auch gar keine Gamaschen hinten dran gehabt, weil er so heiß war auf dem Abreiterplatz. Der hat gebuckelt wie eine Sau. Also habe ich schon gedacht, oh, so kenne ich den ja gar nicht. Und es war so geil. Wir hatten zwar einen halben Zeitfehler, aber die haben ja alle Zeitfehler. Ich weiß nicht, wer die Parcourslänge gemessen hat. Also ich bin jetzt nicht rumgetrödelt oder sonst was. Bin auch manche enge Wendungen gegangen. Also keine Ahnung, wo ich die verloren haben soll. Ist mir aber scheißegal, wirklich. Es war richtig, richtig gut gewesen. Ich bin einfach nur glücklich. Hier unten läuft gerade ein Arzt-Bestellungsspringen. Also ihr merkt, hier ist echt für jeden was dabei. Nicht nur die Friendship-Touren und die Friends-Forever-Touren haben wir irgendwie einen großen Stellenwert, sondern auch die komplette Jugendförderung. Lohnstrafpunkte 59,74 Sekunden, das Ergebnis hier, Clear Round 59,74 Seconds. Und jetzt für Kanada, Kira Semrau und Chica Bunga Bunga. So, wir kommen die Teams immer zusammen in den Parcours, dann springt immer erst der Deutsche und dann der ausländische Teampartner mit einem gestellten Pferd des deutschen Partners. Einfach als Nächster dann direkt. Und guten Tag, meine Damen und Herren. Welcome, Australia, Australien. Lucy Evans und Jesse Rose-Ward. Und als nächstes, meine Damen und Herren, Brasilien, Brasil. Leandro José, Abraão Duarte, Martin und Antonio Luan Peter, Sierra Lima, Asien, liebe Zuschauer nach China. Welcome, China. Weiter mit Costa Rica. Diego Doria und Luzes Galeras. Für die Reise nach Dänemark. Bravo, Dänemark. Jetzt kommt der Weihnachtsrunde nach Frankreich. Frankreich. Applaus für Hannah Smith. Mexiko. Willkommen, welcome, good evening, Great Britain. Hallo, Peggy King. Guatemala. Arias Zaria und Valentina Arias Zaria. Haiti, Mateo Coles. Danach kommt Indien mit Arinal Shundri. Es geht nach Japan, Mio Maeda und Kana Okamoto. Ladies and gentlemen, we say hello to our friends from Canada. Casey Mosley, Jenny Kopstek, Madison Lederman, and your Colombian. Und dann kommen Sie hier raus, Isabella Lemos Campo und Maria Kotze Bernardo Ballon, Isam Haddad.
von mir. Es wird nach Europa. Jetzt kommt Litauen. Ignas Makarauskas. Meine Damen und Herren, jetzt geht's nach Mexiko, Mexiko! Samantha Lisbon, Mauricio Neumann-Dries, Juan Carlos Aguilera Dávila und Maya Ines Denise Schaffo, Optical mit Neuseeland, New Zealand mit Braden Arts und Lisa Small. Polen, meine Damen und Herren, und wir sagen willkommen zu Vivian Bradley. Wir begrüßen Russland, Russia, Anastasia Kirnastia, Anastasia Korovina und Sana Lubosov. Und jetzt geht die Reise, meine Damen und Herren, in die Schweiz, und wir sagen Grüß Gott und Servus zu Geraldine Schaumann, Schweiz. Jetzt von der Schweiz aus fliegen wir nach Asien und kommen nach Singapur zu Victoria Lin Yang. Südafrika, South Africa mit Emma Barrow, Ella Menke, Jimmy und Pushini und Götz. Die Türkei, mit Alina Gittin und Lara Emre, Türkei. Dann zeige ich, meine Damen und Herren, diesmal in die Vereinigten Staaten, United States of America, USA, Carolyn Solakoff und Mia Pantovano. Und zuerst ist natürlich, meine Damen und Herren, da gibt man Zurückhaltung. Jetzt haben wir noch ein Land, das kennen wir bestimmt alle. Jetzt kommt Deutschland, meine Damen und Herren. Mit Henning Enzels, Inga Austerschmidt, Magnus Bete, Emily Bankert, Marie Bankert, Leon Norman Becker, Felina Binat, Laira Bingold, Cerise Bolze, Mary Kassel, Felix Maximilian Brandi, Colli, Nathan Jumar, Tristan Elke, Lauren Ernst, Paulina Falke, Marai Flunkert, Luisa Fitzgerald, Marie Gerdes, Stammbüde, Janke Helfe, Luisa Hafenbaum Hohaus, Nick Haunhorst. Ist es nicht ein herrliches Bild, meine Damen und Herren? Das verdient auch erstmal einen Sonderapplaus, den die jungen Menschen sich hier abholen dürfen auf diesem großartigen Platz. Und nun haben wir zum 20. Mal ist für uns jetzt Tag 4 beendet. Wir hatten heute den ersten Turniertag. Ihr habt ja gesehen, Lumpy war richtig gut drauf. Für eine Platzierung hat es am Ende leider nicht gereicht. Wir waren erste Reserve. Richtig geil, wie immer. Naja. Aber wir hatten jetzt gerade noch den Empfang der Nation und das war richtig cool gemacht. Und wir haben richtig, richtig geile Aufnahmen von der Drohne. So ein bisschen was habe ich euch hereingepackt, aber echt die Creme de la Creme, die Alex gefilmt hat, die gibt es dann erst im abschließenden Video zu sehen. Und da könnt ihr echt gespannt sein, da ist echt cooles Zeug zusammengekommen. Das war's jetzt mit dem Tag. Morgen geht es erst 17 Uhr für mich weiter mit dem S-Springen mit Siegerrunde. Also ich hoffe mit Siegerrunde für mich. Und dann werden wir morgen den Tag über viel filmen, viel mit der Drohne filmen. Jo.
Sonst noch was? Nein. Nee. Hoffentlich schlafen wir jetzt noch gut. Ja, die ich glaube. Ein bisschen nicht. Eng. Ja, das ist nicht so geil im Transporter, aber so ist das eben. Und jetzt war's das hier, denn ich muss das alles noch schneiden. Also sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Ciao.